Willkommen in der finalen Zeitschleife. Und warum sollte ich meditieren, wenn ich auch mit voller Herzklopfen und Abenteuermut voranschreite? So. Mist. Da. Bist du ein böser Autopilot? Ja, du bist ein böser Autopilot. So. Ernsthaft, ich kann geduldig sein, aber jetzt hier, hier ist gerade Aktion gefragt. So. So, ich wollte nur kurz den Marker entfernen. Und den Eintrag noch. Ah, okay, den hatte ich nicht gelesen. Gut. Wie meinst du das Meditieren und Warpkehren? Habe ich gerade einen grundlegenden Fehler in meinem Plan? Dann kläre er mich bitte auf. Nee, tatsächlich das andere, das sagt mir da was, aber das mit dem Meditieren habe ich offensichtlich nicht gelernt. Tatsache, muss ich das dann verpasst haben mit dem Meditieren. Na, komm schon. So, genau, das wollte ich erreichen. Ach, bin ich doch bescheuert. Ich will doch jetzt hier einfach nur irgendwie raus. Fehler, doppeltes Signal. Nee, den Warpkern, den hole ich mir jetzt gleich. Ich wollte bloß... Also ich bin tatsächlich mehrmals da gewesen, aber dann habe ich wahrscheinlich... Oh, Rückwärtsgang! Ach. So, gut. So, ich wollte mir nur tatsächlich ein bisschen Zeit sparen. Ich wollte mir den Scout schon mal an die richtige Stelle setzen, dass ich da schneller hinfinde. Weil ich muss ja sowieso immer einen Moment warten, bis hier der Sand tief genug ist. So. Und er ist noch nicht ganz tief genug. Wow, wow, wow. Okay, ich kann
meinen Autopiloten gar nicht ganz aktivieren? Ernsthaft? Ich kann das Gefährt mittlerweile über meinen Log auch anvisieren. Auch das ist ja fast langweilig. Ich finde meine Methode gerade besser. So. Nö, nö. So. So. So, so, so. Und das wird nämlich jetzt gleich haarig, weil es ist so eine Stelle, da kriege ich immer ganz leicht Angst vor, weil ich jetzt mein liebes Raumfahrzeug jetzt hier gleich unter dieser Brücke parken muss. Ich drehe mich mal um, dass ich wenigstens sehe, wenn der Blutzwilling wiederkommt. Und hoffen, dass es halt sich nicht zu weit gleich wegbewegt. Und dann muss ich ja halt in unser Zwillingsasche-Projekt rein. So. Noch passt es nicht. Ist ich schon drunter? Nein. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich habe hier noch nie einen Speedrun gemacht. Ich habe mir auch noch nie eine Speedrun-Strategie hier angeschaut. Komm schon, ich will doch nur hier drunter passen. Ja, fast, komm schon. Super. Passt doch. So, bist du genau... Nee, du bist noch nicht genug unter der Brücke. Oh, fuck. Fucking shit. Ja, okay. So. So, und gleich sind wir... Ich hoffe, dass mein Schiff nicht zu weit gleich weg sich davon stiehlt. So. Und los geht's. So. Ach. So, schnell, 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 schnell. So, wir haben die künstliche Gravitation außer Gefecht gesetzt und machen das Ding jetzt auf und deaktivieren es jetzt, indem wir den Warpkern mitnehmen. So, ab jetzt können wir den Time Loop nicht mehr wahrnehmen. Ach, perfekt, unser Schiff ist noch hier. Jetzt müssen wir nur noch hier raus und auf zu unserem Scout. Ja, ja. Ich fand die Musik gerade im Projekt Zwillingsasche auch richtig gut. Wieso spielt aber die Endmusik jetzt schon? Ich möchte nicht, dass ich jetzt schon sterbe. Oder ist es einfach nur, weil ich den Warpkern entfernt habe? Ja, ich mag diese Musik besonders gut und halt das, was wir gerade halt in dem Projekt Zwillingsasche drin hatten. Es hat so beides was von Emergence. Jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt musst du halt richtig aufpassen. So in der Art. Okay, gut, das ist einfach nur die Musik.
So, ich habe die Auge des Universums-Koordinaten noch aufgeschrieben und ich bin viel zu schnell. So, ich weiß, ich musste hier hin. Ins Rot. Und gleich ganz, ganz langsam. Was zur Hölle? Wieso? Nein! Was sollte der Kack denn? Ja, schade. Okay, letzter Loop. Ganz bestimmt diesmal. Richtung Sonne, bitte. Ah, okay, gut. Mache ich dann gleich. Das mache ich dann am Glutzwilling einfach. Dann bin ich halt schon näher am Sandzwilling dran. Oh, das war ein bisschen zu schnell. So, unseren Anzug haben wir an. Gehen wir einfach runter. Sagen wir unserem guten Shirt mal Hallo. Na, komm, wir wollen eben kurz pennen, eben 4 Minütchen oder so. Uff. Gott. Hab jetzt gerade richtig Panik gekriegt. Ja, gut, dann markieren wir tatsächlich das Schiff einmal gleich mit unserem Logbuch. Das finde ich schon fast gecheatet, so ein bisschen. Also diese Funktion macht das ja echt leicht. Gab es die schon vom DLC? Weil ich habe das noch nie probiert. Vorher. Vorher habe ich das immer ganz klassisch gemacht. So, das sollte jetzt erstmal genügen. Uff. So, das Gefährt. Position markiert. Okay, und Boink, boink. So, da sind wir schon. Okay. Dann warten wir jetzt eben gleich unter der Brücke. Dass wir tatsächlich das mit dem Logbuch einfach markieren können. Das ist halt so ein krasser Luxus. Ich glaube tatsächlich, dass mit dem Markieren, das gab es vor dem DLC noch nicht, weil alle Wiki-Strategie-Sachen, die ich mal früher gelesen habe, die gingen immer mit auf den Scout natürlich. Aber kann auch sein, so für den ersten Durchlauf, ne? Das letzte Mal, als ich das Schiff an die Seite gestellt habe, flog es in den Raum weg, obwohl es einfach nur an der Seite stand und es nicht von dem Sandstrom hochgezogen werden konnte. Deshalb stelle ich es lieber unter die Brücke. Es war nämlich ziemlich nervig. Da wollte ich tatsächlich
mir das Leben leichter machen, indem ich halt das nicht extra hier drunter stellen muss. Und dann hatte ich aber das Problem, dass es einfach weg war. Es war halt einfach mal auf dem Glutzwilling verschwunden. So, okay. Nächster Versuch. Okay. Go, go, Kamina! So. Und ich finde diese, auch diese Musik einfach so göttlich. Also, das hier ist auch wirklich eins, oder das ist eins meiner wenigen Lieblingsspiele. Das ist einfach. Ich finde das einfach so gut. Neben The Long Dark ist es halt wirklich so eins meiner absoluten Favorites. Okay, dann geht's wieder zurück. Und ab zum Schwarzdorn. Und zum Gefährt. So, wir haben den Warpkern, den wir brauchen. Und los geht's. Und diesmal sind wir ein bisschen vorsichtiger und leiser. Ja, das ist leider sehr, sehr traurig. Also natürlich für alle, die jetzt hier das erste Mal das Spiel sehen, die können das so nur das erste Mal erleben. Also das erste Mal, wo ich das Spiel hier gespielt habe, wie ahnungslos ich war, wie absolut keine Ahnung ich hatte, was ich überhaupt machen soll, weil das Spiel gibt dir ja auch gar nicht so dermaßen den roten Punkt, hey, guck mal, verfolg das mal, sondern hey, wir haben hier ein Sonnensystem für dich. Erkunde mal und finde heraus, was du machen musst. Das ist so toll. Das ist wirklich so toll. Guck mal, da ist sogar unser kleiner Freund, der Phantommond. Der Quantenmond. So. Okay, und jetzt mit Vorsicht und Bedacht. Mit Vorsicht und Bedacht. Ach, guck mal, ich habe hier aber dann trotzdem das doppelte Signal, ne? Das ist aber nett. Ich finde es super, dass wenn wir hier in Schwarzdorn reinkommen, dass die Musik dann auch gleich mal einfach gedämpft ist. Tatsächlich, die Fische habe ich hier schon, die Anglerfische habe ich gemerkt, locke ich auch nicht dadurch an, wenn ich zum Beispiel nur einen Punkt Schub gebe. Das bemerken die auch nicht. Natürlich, wenn ich jetzt zwischen diesen drei Fischen hier jetzt selbst einen Punkt Gas geben würde, das bemerken die. Aber sobald ich ein bisschen an denen vorbei bin, kann ich halt ruhig ein Pünktchen Gas geben. Guck mal, jetzt gebe ich schon mal ein bisschen Gas. Ist es noch nicht mal ein Punkt? Weil ich kann es beschleunigen. Und das bekommen sie auch noch nicht mit. Aber mich würde tatsächlich immer noch interessieren, sind das die Anglerfische oder die Wurzel, die das. Ja, es ist die Wurzel, die das Ganze macht. Das war eine dumme Frage. So, weil wir haben ja die Wurzel auch auf Holzkaminen runtergestürzt. Und da fängt sie ja auch schon genauso an. Uff. Ja, auch nicht zu schnell.
So. Sind da. So, auf Wiedersehen, mein Schiffi. Und willkommen, harte Realität. So. Das Erste, was wir machen, ist den neuen Warpkern einzusetzen. Und schon haben wir wieder künstliche Gravitation. Das ist doch wunderbar. So, okay. Ich habe hier meine Koordinaten, aber ich sehe schon, die sind am Bildschirm sogar auch schon eingeblendet. Das heißt, komm schon. Wir machen meine Lambda-Taschenlampe aus und machen die Koordinaten. So. Koordinate 1. Koordinate. Scheiße, der hat den ersten, warum auch immer, nicht mitgenommen. So, boah. Also manchmal, ich meine, ich mag ja bei solchen Spielen dann Controller-Steuerung, wenn das geht. Aber manchmal ist es doch ein bisschen nervig. So. Das hier, das hier, das hier, das hier. Das hier, das hier. Und schon haben wir die Koordinaten. Los geht's, Leute. Des Universums. Da hinten ist unsere Sonne. Und da ist das Auge des Universums. No way, oder? No way. Nicht dein Ernst. Es ist kaputt, oder? Guck mal, das kennen wir doch. Wir wissen doch, was das ist, oder? Wahnsinn, oder? Oder kommt das jetzt näher und versucht es, das einzufangen? Aber die Steuerung ist ja kaputt. So. Genau, und wir konnten jetzt hier nur tatsächlich aussteigen. So, da gehen wir jetzt sofort durch. Aber ich finde, das ist auch wieder so ein super nices Detail, dass halt das ganze Spiel einfach nochmal das Ganze vervollständigt, ne? Geil. Einfach wirklich geil. So. Okay, und gucken wir mal, was passiert. Guck mal, da oben ist unser Schiff. Und wir sind auf dem Nordpol vom Auge des Universums. Und wie wir schon beim Quantenmond festgestellt haben. Boah! Ist hier eine krasse Gravitation. Und wir müssen, denke ich jetzt mal, zum anderen Pol wandern. Also da hinten ist unsere Sonne und unser Nomai Spacecraft woanders. Wow. Und es ist genauso strange. Es ist genauso strange, wie es halt auf dem Quantummond ist. Das ist total creepy.
Gott, ist das dunkel. Boah! Hast du das gerade gesehen? Aus allen Quantum-Mondphasen verschiedene Pflanzen auch. Oh, hoffentlich werde ich nicht von so einem Blitz getroffen. Guck mal, wow. Eine gewaltige Quantumfluktuation, ja. Okay, wie kommen wir da hoch? Okay, das geht nicht. Das geht auch nicht. Dann müssen wir da tatsächlich hier runter. Ups. Ah, guck mal, das ist okay. Es ist wie diese künstliche Gravitation, die wir da sonst haben. So, dann kann ich jetzt wahrscheinlich hier an den Rand. So, und das da ist das Auge. Gehen wir rein. Wow, 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 wow! Oh mein Gott! Wow, 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 wow! Wilds Ventures von Feldspat, Eisenhut, Schiefer und Hornfels gegründet, um ein Sternsystem am Ende des Universums zu erforschen. Wir sind wieder hier. Die Nomai konnten es nie selbst erblicken, aber dank ihrer Bemühungen und Technologie konnten die Kamina nun das Auge des Universums erreichen. Okay, hier wird von einem Zustand geredet, oder von etwas geredet, was wir ja noch nie hatten. Der Funkturm auf Holzkamin wurde gebaut, um Übertragungen von unserem Weltraumsatelliten zu empfangen und beherbergte einige der letzten Aufnahmen des gesamten Sternsystems. Eine dieser Aufnahmen offenbarte die Existenz einer unsichtbaren Ringwelt, die von einer Spezies bewohnt wurde, die bereits vor den Nomai in unserem Sternsystem existierte. Diese Spezies kam von einem nahegelegenen Sternsystem, um nach dem Auge des Universums zu suchen. Er entschied sich aber, entsetzt über das, was sie entdeckten, das Signal des Auges zu blockieren, damit niemand sonst es jemals finden würde. Ein Individuum rebellierte jedoch gegen die Entscheidung und konnte das Signal des Auges kurzzeitig zurück in den Weltraum senden. Für diesen Verrat wurde es eingesperrt. Das war unser Häftling. Okay, Schwärze außerhalb. Keine Gravitationskugeln. Am Ende ihres Lebenszyklus kollabierte unsere Sonne durch ihre eigene Schwerkraft und explodierte dann in einer heftigen Supernova. Das ist alles schon mal Oh, Fischi ist tot. Von all den Lebensformen, die beim nahenden Tod des Universums zugrunde gehen werden, werden wir die Anglerfische am wenigsten vermissen. Oh. So. Okay, der Stein ist weg. Die Nomai, die in unser Sternsystem kamen, folgten einem Signal vom Auge des Universums. Sie kamen ums Leben, als der Eindringling ankam und die tödliche Substanz mit sich brachte, die wir Geistermaterie nannten. Und die nahezu augenblicklich und ohne Vorwarnung das gesamte Sternensystem überflutete.
Ja, aber besser ohne Vorwarnung. Ist es besser ohne Vorwarnung? Oder instant? Es war ja instant. Wow. Gucke ich mir gleich an. Ich will nur gucken, ob wir hier die Notizen noch haben. Hornfelsbeobachtung. Es ist unglaublich. Anfangs dachte ich, die Lichtpunkte auf dem Bild wären Sterne. Aber es sind sie nicht. Es sind Galaxien. Das Bild stellt nur einen winzigen Ausschnitt des Himmels. Ah, okay, das ist. Das sind tatsächlich Altnotizen. Nee, also da hat sich an diesen Notizen nichts geändert. Hier dran auch nicht. Jumbo Marshmallow. Die haben alle eine ganz schön krasse Liebe für Marshmallows. Was ist hier? Hier ist etwas, was wir beobachten können. Oh nein, ich bin im Weltall. Warum jetzt zirpen? Bitte was? Okay, das sind keine Sterne. Das sind Lichter. Es sind doch Sterne und Galaxien, kann das sein? Guck mal. Das ist doch, das ist wie eine Galaxie, ne? Guck mal, aber die Sterne gehen überall aus, ne? Oh nein, bitte stirb mir nicht weg. Oh nein. Oh, guck mal, alles stirbt. Oh nein. Oh, bitte Baum, bleib bei uns. Oh, der Baum wurde durch einen Stein ersetzt. Und er ist weg. Oh nein. Das war ich selber. Ich hasse sowas. Es fehlt nur noch, dass wieder diese Nomai-Skelette sind, die wie Doctor Who-Engel funktionieren. Wo ist das Lagerfeuer? Ich kann es anzünden. Am Ende des Universums rösten wir uns einen Marshmallow. Natürlich haben wir einen Marshmallow dabei. So, aber gucken wir mal, ob wir doch noch irgendwas. Ach, das ist mein Schatten. Ich hatte schon gerade Befürchtungen. Hey, den kennen wir. Hi, Wahlberg. Hörst du auch Musik? Nein. Den kennen wir doch.
Alleine deswegen würde ich mir schon fast gerne wieder ein Banjo holen. So. Okay, wir kommen hier nicht rein, das heißt, wir müssen hoch. Oh, oh, wow. Okay, hier ist nicht so viel Gravitation. Das ist. Lass mich raten. Quantenfluktuation, wir können die Form von dem Ding beeinflussen. Ja, konnten wir. Okay, so. Okay, aber müssen wir wahrscheinlich noch ein paar Mal mehr machen. Oh, das erzählt wahrscheinlich jetzt die Geschichte von den. Von den Nomai. Oh, bitter. Okay. Guck mal. Yay, Riebeck! Ist noch nicht so weit. Ich bin mir sicher, wir brauchen die anderen für den nächsten Teil. Wir brauchen einfach, naja, alle. Nur keine Eile. Lass dir Zeit. Wenn die hier überhaupt existiert. Oh. What? Das macht keiner von unseren Leuten. Das kenne ich. Und das auch. Cross Old Park. Das ist ja noch mal was anderes. Da gehen wir mal hin. Synthpop? Hier eine Höhle runter. Lass mich raten. Ist das gut oder ist das schlecht? Ein bisschen Angst habe ich jetzt natürlich.
Okay. Dann hören wir uns gleich den Rest dann nochmal kurz an. Aber erstmal möchte ich jetzt gucken, wer alles am Feuer sitzt. Oh, guck mal! Hallo, Gabbro! Hey, Zeitreisepartner, trommelst du gerade alle zusammen? Nur zu, schau nach den anderen. Ich werde hier warten. Du brauchst mich jetzt vielleicht noch nicht, aber später bestimmt. Oh, guck mal! Reden mit dem Häftling. Als meine Artgenossen das Auge entdeckten und erkannten, wozu es fähig war, gerieten sie in Panik. Die Wahrheit war zu schwerwiegend. Sie verbrannte sie wie ein Licht, das zu hell ist, wenn man direkt hineinsieht. Was sie nun erkannt hatten, wurde in der Dunkelheit vergraben, verborgen und schließlich verloren. Sie wollten nicht, dass ihre Geschichte endet. Meinesgleichen war nicht immer so ängstlich. Ich habe getan, was ich konnte, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Doch ich gehöre noch immer zu meinen Artgenossen und du weißt jetzt, was sie getan haben. Ich kann nicht versprechen, dass unsere Angst deinen Geist nicht beeinträchtigen wird. Und deshalb hast du die Wahl. Bist du sicher, dass du dich an mich erinnern willst? Ich kann jetzt sagen, schließ dich uns an, mal sehen, was passiert. Deine Reise ist nun zu Ende. Du hast dich gut geschlagen, oder? Ich bin noch nicht bereit, um uns. Komm, der soll sich uns anschließen. Er ist der Letzte seiner Art. Hallo? Ich will nicht die Fehler meiner Artgenossen wiederholen. Aber wenn du bereit bist, das Risiko einzugehen, dann bin ich es auch. Das ging aber fix. Dieses Feuer. Was für ein warmes, schönes Licht es verbreitet. Geh die anderen suchen. Was jetzt folgt, kann man nicht alleine tun. Oh, ich hab's befürchtet. Was seht ihr denn da oben? Boah, das ist aber weit weg. Ich glaube, so weit komme ich nicht geboost. Shit. Dass ich mich davon immer noch erschrecke. Okay, ein Shuttle. Okay, die Harmonika holen wir gleich. So. Okay. Ich hoffe, wir warpen jetzt nicht von dem Auge weg. Hi. Guck mal. So, wir suchen eben noch hier die anderen beiden. Gott, so viele Sonnen. Nice. Ernsthaft? Shirt ganz dicht um die Sonne herum. Dann holen wir jetzt gleich noch unseren lieben letzten Harmonikaspieler. Aber mal gucken, ob wir mit den anderen noch kurz reden können. Oh. So, erstmal hier mit Chert reden. Die Sterne waren wunderschön, nicht wahr? Auch wenn unsere Stern uns am Ende alle vernichten wird. Ich warte hier und sinne über sie nach, während du die anderen holst. Und super, guck mal, wir haben noch eine Freundin!
Hypothese. Alle müssen hier sein, bevor wir beginnen können. Sobald alle angekommen sind, sind wir meiner Meinung nach bereit für den nächsten Schritt. Ich bin froh, dass du dich an mich erinnerst. Oh. Ich glaube, bei meinem ersten Durchlauf hatte ich Solanum tatsächlich nicht dabei. Nicht lustig. Oh, danke Felsspat noch damals für den Tipp. Das war tatsächlich direkt am Anfang, sind wir zufällig bei Felsspat vorbeigekommen. Ich fand das nicht lustig. So, guck mal. Hey, Felsspat. Was sagt ihr? Soll ich die alte Harmonika rausholen? Noch nicht. Oder kommt doch, ja. Ja, dann leg ich mal los. Komm, dann holen wir als nächsten Shirt dazu. Soll ich loslegen? Ja. Oh, das wird cool gleich. Ernsthaft. Ich kann es kaum abwarten, wieder mit der ganzen Gruppe zu spielen. Darf ich anfangen? Ja. Was meinst du dazu, Zeitreisepartner? Sollen wir mit der Musik loslegen? Natürlich! Ja, das wird ein toller Spaß. Ich hätte nicht zu hoffen gewagt, dass irgendjemand das Signal hören würde, da ich es nur so kurz ausgesendet habe. Und doch stehen wir nun hier. Bist du bereit für den letzten Schritt? Ja. Dann ist es Zeit. Zeit, unseren Funken hinaus in die Dunkelheit zu schicken. Komm, Rebek. Solanum setzt ganz am Ende ein. Soll ich anfangen? Okay, ich gebe mein Bestes. Oh. Oh. Ein bewusster Beobachter ist in das Auge eingedrungen. Ich frage mich, was wohl jetzt passiert? Es wird Zeit, das herauszufinden. Ja. Dieses Lied kenne ich noch nicht. Ich fühle mich aber geehrt, Teil davon zu sein. Ist es wohl rein, oder? Schauen, was passiert. Das war Outer Wilds von Mobius Digital und published von Annapurna.
Ja, so mein Lieblingsspiel. Und tatsächlich, ich hab am Ende auch schon beim allerersten Mal wirklich geweint. Einfach weil es halt einfach so der Hammer ist. Du kommst halt am Ende nochmal mit allen irgendwie zusammen und ganz offensichtlich, ganz am Ende, es mag zwar sein, dass unser Universum zu Ende gegangen ist, aber dafür konnte man dann durch die gemeinsame Musik zusammen ein neues erschaffen. Ach ja. Also ich finde, das Studio hat einfach einen wundertollen Job damit gemacht. Und am Anfang konnte, glaube ich, keiner damit rechnen, wie dieser DLC in das Ganze überhaupt noch reinpassen soll, weil Outer Wilds an sich in sich schon so gut geschlossen war. Und es hat aber so gut gepasst und es hat eine sinnvolle Ergänzung tatsächlich gebracht. Also die Erklärung, warum das Signal auf einmal weg war, ist einfach super. Also ich finde, es ist eine sehr, sehr tolle Ergänzung und eine krasse Abwechslung zu dem Grund-Gameplay gewesen. Ach ja. Und wer hätte tatsächlich nach diesen Jahren auch noch damit gerechnet, dass da überhaupt noch, sag ich mal, irgendwie was kommt? Nach dieser Qualität von diesem DLC muss ich aber sagen, tut es schon fast sehr, sehr weh, einfach zu wissen, da kommt kein weiterer DLC. Das ist super gemacht gewesen. Und ich habe jetzt tatsächlich gerade Angst, wenn ich jetzt versuche, meine Facecam gleich auszumachen, dass ich dann wahrscheinlich die Credits beende und ich will sie tatsächlich einfach bis zum Ende durchschauen. Tatsächlich, den Fakt, den kenne ich ja noch, den gab es ja auch schon im Grundspiel. Und ich bin mal gespannt, was gleich nach den Credits kommt. Ja. Also, ich finde es immer noch super, falls. Nebenbei Sinister, falls du mich noch nicht gefollowt hast, würde ich mich natürlich über ein Follow freuen und jeden anderen, der das dann hier noch sieht. Aber ach, das ist ein wunderschönes Spiel. Es ist wirklich, ich mag dieses World Exploring. Okay, Survival-Element hatten wir jetzt hier nicht drin, aber dieses World Exploring, wirklich über die Welt hinaus Informationen zu finden. Mehr über die Bewohner zu erfahren, die Welt selber. Das ist einfach was richtig, richtig Tolles, was ich so dermaßen genieße. Und ich hoffe, dass ich in Zukunft noch ein paar mehr von Spielen dieser Art finde, weil es einfach, ja, ich liebe es einfach. Und es ist auch richtig, ich finde es auch emotional bindend, dieses Spiel. Kenne ich davon irgendwie? Nee. Ja. Und tatsächlich gibt es auch super Interpretationsvideo von Jacob irgendwas. Das müsst ihr euch unbedingt anschauen. Ich werde es tatsächlich auf YouTube hier mal in die Infocard packen. Lohnt sich. 14,3 Milliarden Jahre später.
Vielleicht rolle ich gleich einfach nur aus dem Bild. Ganz einfach.